Die Küsten hier gehören zu den nördlichsten Agrargebieten Europas. Auf der Höhe von Moskau verkürzt allein das Meeresklima den skandinavischen Winter. Grundlage für eine einzigartig fruchtbare Landschaft. Den Garten des Nordens. Ein Mosaik aus Heiden, Obstplantagen, Acker- und Weideflächen. So vielfältig ist die Landschaft sonst nirgends im waldreichen Schweden. Entlang Südschwedens Ostseeküste erstreckt sich eine der größten Steppen. Eine Seltenheit im Land der Wälder. Die sandigen Böden waren über Jahrhunderte Weidegebiet. Damit diese offene Landschaft nicht verschwindet, grasen hier heute schottische Hochlandrinder. Ulf Pück ist der Herr über die Herden. Für einige Tage müssen die Tiere von der Weide, denn sie teilen sich ihr Land mit dem schwedischen Militär. Lagebesprechung für den Umtrieb. Am Anfang war das sehr viel Arbeit. Die Tiere an das Zusammentreiben und vor allem an den Umgang mit den Hunden zu gewöhnen. Nicht nur für uns, auch für die Tiere war das hier erst einmal ein gewaltiges, unbekanntes Gebiet. Sie mussten lernen, sich zurechtzufinden. Für den ersten Transport mussten wir sie mit Pfeilen betäuben. Und dann brauchte es einige Jahre, ehe sie umgänglicher wurden. Es ist wichtig, dass man sie gut behandelt. Dann lassen sie sich ruhiger eintreiben. Eigentlich ihr natürliches Verhalten nutzen. Das ist es, genau. Neben den Hochlandrindern leben auf Haveng auch Pferdeherden und Schafe mit ihren Lämmern. Bis morgen früh müssen sie alle von der 800 Hektar großen Fläche verschwunden sein, von ihrem Stück Outback in Südschweden. Ohne Hütehunde wäre der Umtrieb unmöglich. Nadelöhr für die Tierwanderung ist ein Gatter zu den außerhalb liegenden Weiden im Wald. In 5 Tagen geht es für alle zurück nach Haveng. Dass unsere Tiere hier weiden, macht nicht nur geschmacklich einen Unterschied, sondern auch ethisch. Hier auf dieser Sandsteppe leben mehr als 34 verschiedene Hautflüglerarten und damit mehr als irgendwo sonst in Schweden. Darunter sogar 4 Arten, die es nur hier gibt. Hier finden sie genau die offene Landschaft, die sie brauchen. Deshalb wächst in Haveng auch der Sandtragant, auf dem eine seltene Schmetterlingsart lebt. Dieser Schmetterling taucht nur dort auf, wo auch der Sandtragant existiert. Den wiederum gibt es in ganz Schweden nur hier. Ich finde es wichtig, das zu erhalten. Hier ist es unglaublich viel in der Grün. Wie bei mir zu Hause in Australien. Aber da ist die Landschaft schon im Juni, Juli braun. Eigentlich müsste Australiens Nationalfarbe braun sein und nicht grün. Und dass das Meer nirgends weit entfernt ist, das erinnert mich auch sehr an meine Heimat. Deshalb fühle ich mich hier so wohl.
Die offene Landschaft beherbergt in Schweden sonst seltene Arten. Das europäische Kaninchen durchgräbt die sandigen, wasserdurchlässigen Böden. Dabei fördert es tiefliegende, kalkhaltige Erden nach oben. Das ist lebenswichtig für bedrohte Pflanzen wie den Sandthymian. Auch die Sandnelke kann nur in dieser nährstoffarmen Erde überleben. Das ist ihre Nische. Hier kann sie überall sonst dominante Konkurrenten übertrumpfen. Ohne Beweidung würde die Offenlandschaft zuwachsen und dieser letzte Rückzugsort verschwinden. Doch diese sandigen Böden und felsigen Küsten sind Stiefkinder der Landwirtschaft im sonst fruchtbaren Südschweden. Lange war hier Ackerbau kaum möglich. Nur Weidewirtschaft und Fischerei halten die Menschen über Wasser. Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt ein junger Bauer auf seinem kargen Land an der Küste wilde Apfelbäume. Die kennt er nur aus den Gärten von Burgen und Klöstern. Wie kann es sein, dass Äpfel, damals die Früchte der Reichen, in diesen sandigen Böden wachsen? Hier, wo sonst nicht einmal Getreide gut gedeiht. Südschwedens Küste profitiert jedes Jahr von einer gewaltigen Wanderbewegung. Der europäische Aal geht auf die Reise aus dem Süßwasser zurück in die Sargassosee und durchschwimmt die Ostseeküste hier. Sven-Erik Tenghagen ist Aalfischer, einer der letzten. Denn der Aal ist heute vom Aussterben bedroht. Hier in der Hanöbucht sind heute nicht mehr als 7 Fischer übrig. Und noch in den 50er Jahren waren es ungefähr 100. Damals waren Fischerei und Landwirtschaft die Lebensgrundlage hier in der Region. Das zeigt schon die gewaltige Veränderung. »2007 beschränkt Schweden die Aalfischerei, um den Bestand zu schonen. Der lokale Fischfang entlang der Aalküste bricht zusammen. Sven-Erik kauft die wenigen noch verbliebenen Lizenzen seiner Kollegen auf. Jetzt fischt er nur noch die gesetzlich erlaubten 90 Tage pro Jahr. Die Ursache für den drastischen Rückgang des Aalbestands ist nicht eindeutig geklärt. Ihre Wanderwege in Flüssen werden durch Wasserkraftwerke verbaut. Umweltgifte könnten die Fische unfruchtbar machen. Where the fish? Bye bye. Sven-Erik kompensiert die geringeren Fangzahlen, indem er eine alte schwedische Tradition wieder aufleben lässt. Das Aalfest. Eine Feier, die früher die Fischer hier im Herbst gaben, bietet er jetzt zahlungskräftigen Touristen an. In der alten Fischerhütte seines Vaters. Darin besteht eben auch der Reiz. Ich fische selbst und den frischen Fang serviere ich den Gästen auf dem Aalfest. Es gibt keine Zwischenhändler. Eigentlich mache ich es genauso, wie man es früher gehandhabt hat, als noch alle Fischer Aalfeste veranstaltet haben. Ein- bis zweimal pro Woche im Herbst wird die alte Fischerhütte zum Restaurant für geladene Gäste. Der Fischer selbst Gastgeber und seine Frau Köchin. Es war ruhiger, als er nur Fischer war. Jetzt ist hier so viel mehr los. Zum Glück haben wir Helfer. Ohne sie würden wir das auch gar nicht schaffen. Es ist über die Zeit einfach immer mehr geworden. Aber so viele Gäste wie dieses Jahr hatten wir noch nie. Ja.
Mit Menschen zusammenzukommen, das ist besonders. Ihnen die Küstenfischerei zu zeigen. Hier am Meer kann man fangfrische Produkte kaufen, sie mit nach Hause nehmen, selbst zubereiten. In großen Städten kannst du das nicht erleben. Genau das muss man bewahren. Und gerade als Touristenattraktion ist diese Kultur für uns eine große Chance. Ob diese Tradition auch nach ihm bestehen bleibt, weiß Sven-Erik noch nicht. Nein. Mein Sohn hat Nein gesagt, genau wie ich in seinem Alter. Ich denke, bei ihm ist es genau wie bei mir. Wenn man älter wird, verändern sich die Prioritäten. Diese Kultur, mit der er aufgewachsen ist, wird ihm wichtiger werden. Ich werde einfach so lange hier weitermachen, bis mein Sohn soweit ist. Hinter der Küste wird sichtbar, was die Landschaft ganz im Osten von Südschweden so besonders macht. Anders als im tellerflachen Innenland winden sich Weiden und Felder über Hügel. Eine Berglandschaft im Kleinen, geschaffen durch eiszeitliche Bäche, die sich tief in die Sandablagerung gruben. Bis auf den Fels darunter. Hier im hügeligen Teil Südschwedens, auf einem der ältesten Höfe der Region, wagen Marie und Gustav Mandelmann 1996 einen kompletten Neuanfang. Sie ziehen als erste Ökobauern in diese Region, gründen einen Selbstversorgerhof. Neueste Errungenschaft: zwei schwedische Bergkühe, Röttkullekur, passend zur Landschaft. Aus ihrer Milch wird später der Käse für das Hofrestaurant. Gemolken werden die Tiere in einem alten Außenstall, direkt auf den Weiden. Meist lande ich unten in der Küche und mache den Käse. Aber es ist so fantastisch, den Morgen mit seinen Kühen zu beginnen. Sie sind so ruhig und man kann sie überhaupt nicht stressen. Dies ist ein wirklich schöner und entspannter Moment. Daher versuchen wir beide, uns die Zeit zu nehmen. Moderne Kühe sind größer. Die würden in unseren kleinen Stall gar nicht hineinpassen. Das hier sind kleinere Kühe aus Nordschweden. Eine sehr ursprüngliche und seltene Bergkuhrasse. Ihr Hof wurde zuletzt 1860 dank einer schwedischen Landreform von der Dorfstraße zu den Wasserquellen ins Tal verlegt. Der Garten, die Teiche, alles haben die Mandelmanns selbst neu angelegt. Ziel der Biobauern: alles, was sie für sich und ihren Hof brauchen, produzieren sie selbst auf ökologische Weise. Für diesen Kreislauf eignen sich alte Haustierrassen besonders gut. Wie diese Schweine, Linderödsgrisar, eine einheimische Rasse. Genügsam, robust und dieses Jahr erstmals mit Nachwuchs. Heute ziehen die Muttertiere gemeinsam mit ihren Ferkeln auf ein neues Feld. Premiere für die Jungtiere. Ja. True. Yes.
Die Schweine haben mit ihren Ferkeln hier den gesamten Sommer verbracht. Wir nutzen ihren Appetit sozusagen. Hier hatten wir vorher ein Gemüsefeld. Die Schweine fressen alle Pflanzenreste und grubbern die Erde um. Sind sie fertig wie hier, kommen sie auf das nächste Gebiet. Einen festen Stall haben sie gar nicht. Die Mandelmanns machen sich für die Arbeit auf dem Hof die natürliche Lebensweise der Haustiere zunutze. Schon in wenigen Tagen werden die Schweine diese Wiese in einen Acker verwandelt haben. Das spart den Menschen hier Arbeit und ermöglicht den Tieren eine artgerechte Lebensweise außerhalb der konventionellen Zucht im Stall. Auf dem Land ist es nun einmal so, dass man eher das tut, was schon vor vielen Jahren getan wurde. Für uns war es da einfacher. Wir kannten keinen, als wir hierher zogen. Wir hatten weder Mama noch Papa, die uns vorschrieben, was wir anbauen sollten. Trotzdem ist es auch für uns ein Experiment. Bei Südschweden denken die meisten ja, dass es platt ist. Aber genau dieser Teil hier ist es keineswegs. Es ist eine fantastische, hügelige Landschaft, aber gar nicht so leicht zu bewirtschaften. Als wir zum Beispiel Kartoffeln anbauen wollten, war es unmöglich, die Reihen gerade zu ziehen. Man muss sich der Landschaft eben anpassen. So haben wir mit Zeit und Übung gelernt, bergab zu pflanzen, so gut es geht und, naja, verhältnismäßig gerade. Was die Landwirtschaft in Südschweden am stärksten prägt, wird aus der Luft sichtbar. Das Meeresklima verlängert die sonst zu kurze Vegetationsperiode, sorgt für einen milden Frühling und sonnigen Spätsommer. Deshalb ist das Land hier so geeignet für den Obstanbau. Eine der ältesten Apfelfarmen gehört Per Grützell. Was er heute mit seinem Sohn pflückt, ist geschichtsträchtig. Per züchtet auf seinem Hof seltene alte Apfelsorten. Die Tradition und die Vielfalt zu bewahren, sind ihm wichtig. Doch das erfordert auch mehr Arbeit und bringt weniger Erträge. Das hier ist etwas Besonderes. Wir züchten um die 60 Apfelsorten. Normalerweise hat ein Apfelbauer nicht mehr als ein Dutzend. Es ist natürlich rationeller, weniger Sorten anzubauen. Aber bei uns fragen die Kunden im Hofladen eben vor allem nach den alten Apfelsorten. Die Kunden bestimmen, dass wir so viele verschiedene Sorten anbauen. Dieser Baum hier zum Beispiel ist ganze 106 Jahre alt. Ein Gravenstein. Mein Urgroßvater hat ihn 1906 gepflanzt. Und bis heute trägt er Früchte. Gute sogar. Per ist Apfelbauer in vierter Generation. Mein Urgroßvater hat diesen Hof gegründet, ein Baptist. Damals gab es eine Art grüne Bewegung. Menschen sollten mehr aus den Städten aufs Land ziehen. Er zog also von Stockholm hierher und begann mit dem Apfelanbau. Damit war er damals ziemlich allein. Das kannte man hier noch gar nicht. Eine entbehrungsreiche Zeit. Es dauert Jahre, bis die neuen Plantagen genug Früchte für die Ernte tragen. Doch genau hier beginnt der Aufstieg vom kleinen Experiment zur größten Apfelanbaugegend Schwedens. Die ersten Apfelzüchter in Südschweden, einfache Bauern, lernen ihr Handwerk meist von Landschaftsgärtnern. Von Zeitgenossen ernten sie damals vor allem Unverständnis und Kopfschütteln. Doch starrsinnig verfolgen sie ihr Ziel. Dass der Apfel auf den nährstoffarmen Böden wächst, ist ihre Rettung. Tief in der sandigen Erde verbergen sich Kalk- und mineralienreiche Schichten, die die Obstbäume nutzen können. Und das Land hier kostet nicht viel. Das neue Apfelreich im Norden verändert die Landschaft grundlegend. Wer etwas Neues wagen will in der schwedischen Landwirtschaft, der versucht es hier.
Auf einem alten Apfelhain hat sich über 100 Jahre nach den ersten Züchtern erneut ein junger Mann mit einer Vision niedergelassen. Gabriel Waldén kam mit seiner Frau aus Gotland, mit ihnen ihre Herde Gotlandschafe. Sie möchten gerne umgesetzt werden, weil sie von dieser Weide hier genug haben und hungrig sind. Wenn wir kommen, wissen sie bereits, was auf sie zukommt. Aber was sie nicht wissen, ist, dass wir die Lämmer heute von ihren Müttern trennen. Die Gotlandschafe von Gabriel und Veronika bekommen kein industrielles Grünfutter. Sie sollen nichts anderes als die Vielfalt der Wiese schmecken. Eine einzelne Weide, groß genug, dass die Schafe dort den ganzen Sommer bleiben können, fand Gabriel nicht. Jetzt hat er mehrere kleine, auf denen die Tiere abwechselnd grasen. Heute werden sie wieder umgesetzt. Vorher trennen Gabriel und Veronika die Lämmer dieses Frühjahrs von ihren Müttern. Das Fleisch ist bereits verkauft. Die Vision der Waldéns, ein artgerechtes Leben für ihre Tiere und Fleisch in bester Qualität, das sogar Spitzenköche überzeugt. Eigentlich sollte es nichts Besonderes sein. Aber das sind unsere ersten Lämmer, die ihr ganzes Leben lang nur draußen gelebt und Gras gefressen haben. Auch ihre Mütter haben nur Gras bekommen. Sehr traurig, dass das speziell ist. Ich bin gespannt auf das Fleisch dieses Jahr. Alle Kunden, alle Köche, die wir beliefern, sagten schon in den letzten Jahren, dass dies das beste Lammfleisch ist, das sie je gegessen haben. Eben weil unsere Schafe in Ruhe wachsen und nur Gras fressen. Die Beweidung durch die robusten Gotlandschafe verwandelt die Wiesen beim alten Apfelhain. Neue Kräuter und Grasarten profitieren außerdem davon, dass hier nicht gemäht wird. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute sich fragen, wie wir davon leben können. Aber das können wir tatsächlich. Das, was wir machen, ist irgendwo schon ein Experiment. Und klar, wir werden sehen, wie sich alles entwickelt. Ich hoffe aber sehr, dass unser Plan aufgeht, dass wir weiterhin auf diese Art und Weise arbeiten. Etwas größer vielleicht und so, dass das System, das ich vor Augen habe, in der Realität funktioniert. Je weiter die Reise landeinwärts geht, fort von der Küste, desto flacher wird die Landschaft. Fruchtbare Lehmböden machten diese Ländereien im Mittelalter zum Zankapfel zwischen Dänemark und Schweden. Das Gut Bollerup war damals einer der größten Höfe der Region. Sein berühmtester Herr, Tage Ludwig Silvan, wollte, dass jeder hier die Landwirtschaft erlernen kann. Er stiftet sein Anwesen 1878. Ein Landwirtschaftsgymnasium entsteht. Heute lernt hier der schwedische Bauernnachwuchs. Der neue Jahrgang beginnt mit gleich zwei besonders beliebten Stunden. Schafe scheren und Traktorfahren. Bisher macht es Spaß. Im Moment sind die Schafe auch noch nicht so schwer zu handhaben. Sie stehen gerade schön still. Wenn wir nachher losgehen, wird es wohl schwieriger. Okay.
In Schweden machen Schüler im Gymnasium gleichzeitig ihre Berufsausbildung. Hier in Bollerup können die Jugendlichen zu Beginn zwischen den Vertiefungen Landwirtschaft, Pferdezucht und Forschung wählen. Diese Klasse hat sich für Landwirtschaft entschieden. 4 Jahre lang werden sie ab jetzt neben den üblichen Unterrichtsfächern ganz praktisch das Handwerk eines Bauern lernen. Varför är du glömt? För att hon ska frysa. Och nej, det är för att det sänkte och frys skit. Die, die die landwirtschaftliche Vertiefung gewählt haben, davon tippe ich, werden so 15-20% Landwirte. Aber wir können ja mal fragen. Bereits einer. Schon jemand anders einen Plan? Ich hatte mir vorgestellt, eine Hobbylandwirtschaft zu betreiben. Das hast du dir gedacht? Ja, also nichts, womit man sich komplett versorgen kann. Es gibt ziemlich große Variationen auf dem Gebiet. Die meisten hier haben sich wahrscheinlich gedacht, nach der Schule hier erstmal zu studieren. Aber ich persönlich glaube, wer sich hier gut schlägt, der bleibt in der Regel auch bei der Landwirtschaft. Heute haben die 16- und 17-Jährigen erst einmal nur ein Ziel: ihren Traktor gut durch den Parcours bringen. Nanna ist die Tochter des Apfelbauern Per Grützell. Die Entscheidung für Bollerup fiel ihr leicht. Ob sie später Landwirtin wird, ist schwieriger. Entschieden habe ich mich noch nicht, wie es weitergeht. Meine Mutter sagt die ganze Zeit, dass ich kein Züchter werden sollte, weil ihr so viel Arbeit macht und man nichts verdient. Sie denkt immer noch, dass ich eine ganz andere Richtung einschlagen sollte. Aber ich möchte zum Beispiel lernen, einen Traktor zu reparieren, damit ich nicht jemand anderen fragen muss. Es ist gut, das selbst zu können. Ganz einfach Allgemeinbildung zu haben. Zu wissen, dass das Gras auf der linken Seite eine Weide ist und nicht nur eine Koppel. Denn das ist es nicht. Ja, irgendwie so, denke ich. Heute begeht Bollerup außerdem sein 100-jähriges Jubiläum. Typisch schwedisch feiern Lehrer und Schüler gemeinsam bei den Erntewettkämpfen. Die Schule ist ein Internat, finanziert aus Schulgeldern und den Erträgen der Landwirtschaft. Die knapp 300 Schüler kommen aus ganz Schweden, um hier in Bollerup zu lernen. Zurück an der Küste beginnt der Herbst. In Kivik,
einer kleinen Hafenstadt in Südschweden, entsteht seit 25 Jahren vor jedem letzten Septemberwochenende ein ungewöhnliches Kunstwerk. Über 30.000 Äpfel, gestiftet von den Züchtern der Region. Sie ergeben nach 4 Tagen Arbeit auf rund 100 Quadratmetern ein Gemälde. Die Hauptattraktion auf dem Apfelmarkt, dem größten Erntefest der Region. Kunst und Werbung für den lokalen Obstanbau zugleich. Jahrelang gestaltete Helge Lundström das Bild. Jetzt übernimmt seine Tochter Emma. Das Spezielle dieses Jahr ist, dass mein Bild die zwei beliebtesten Bilder meines Vaters miteinander verbindet. Auch meinem Vater selbst haben sie sehr viel bedeutet. Und ich möchte auch für ihn sie noch einmal auf meine Weise malen. Meine Art, mit Äpfeln zu malen, ist anders als er es tat. Eine Herausforderung. Richtig gut geht es mir immer erst am Freitag, wenn das Baugerüst abgenommen wird und das ganze Bild sichtbar ist. Dann fällt der ganze Druck von mir ab. Dann ist es geschafft. Ein schöner Moment. Mit dem Herbst beginnt der Hochbetrieb auch auf den großen konventionellen Obstplantagen. Der Hof von Jon Orelind gehört zu den modernsten in Südschweden. Ich gehe jeden Morgen meine Runde und schaue mir die Äpfel an. Ob sie bereits die richtige Farbe haben, wie sie schmecken. Ein grüner Apfel, der zu früh geerntet wird, erreicht niemals den perfekten Geschmack. Das Problem mit diesen Frostschlipsen, wie wir sie nennen, ist, dass wir sie so nicht mehr als erste Qualität verkaufen dürfen. Das habe ich noch nie in all meinen Jahren als Obstbauer erlebt, solch einen extremen Frost hier im Osten Südschwedens. Eigentlich ist unser Klima hier ja sehr mild und gut für den Obstanbau. Die Anzahl der Äpfel ist gut, nur sind sie deutlich kleiner als sonst. Erntehelfer aus Osteuropa kommen jeden Sommer für die Saison zu ihm. Jons Urgroßvater hat hier vor mehr als 100 Jahren mit dem Apfelanbau begonnen. Heute ist die Plantage knapp 10-mal so groß. Neue Pflanzungen, weitere Obstarten, ein Gewächshaus für Gemüse. Nur auf die Apfelernte allein kann Jon nicht setzen. Die größte Herausforderung für mich ist, in einem Wasserschutzgebiet anzubauen. Die Qualität fordert nun einmal Äpfel, die frei von Insektenangriffen sind. Aber das ist hier eben das Problematische, einen Weg zu finden, auf dem wir hier Schädlinge bekämpfen können. Bei einer so teuren Investition geht es einfach nicht anders. Die Ernte muss optimal laufen, sodass wir so schnell wie möglich das angelegte Geld wieder einholen. Heute ernten sie Aroma. Eine moderne schwedische Apfelsorte, süß und dünnschalig. Zur Hochsaison verlassen 5 volle Lkw-Ladungen pro Woche den Hof. Den Großteil seiner Ernte liefert Jon selbst an Apple Ricket, eine Erzeugergemeinschaft, der die meisten Apfelbauern in Südschweden angehören. Hier werden die Äpfel gelagert, sortiert und weiter an die Supermarktketten gehandelt. Auf diesem Weg sorgen die Züchter für einen gemeinsamen festen Preis und den sicheren Verkauf ihrer Ernte.
Wird John nicht gerecht bezahlt, kann er nicht weitermachen. Man kann also nicht davon ausgehen, dass der Preis immer weiter gesenkt werden soll, sondern man muss davon ausgehen, dass der Züchter Lohn bekommen muss. Erst dann entstehen Sicherheit und Nachhaltigkeit für die Produktion. Durch die Zusammenarbeit hier bei Apple ReKit haben wir beides. Ich glaube, dass auch die Kunden das schätzen, da immer mehr Schweden lokale Produkte kaufen möchten. Es ist populär geworden, schwedisches Obst zu konsumieren. Aber werden wir für unsere Arbeit nicht bezahlt, können wir mit dem Anbau eigenen Obstes nicht fortfahren. Vor der Sortierstraße sind alle Äpfel gleich. Das Wasser sorgt für einen sanften Transport. Ab jetzt wird kontrolliert. Hat ein Apfel Druckstellen, die richtige Färbung, das Minimumgewicht. Nur wer besteht, darf als Tafelapfel in den Verkauf. Der Rest wird Most. Bis zu 14 Millionen Kilogramm Äpfel pro Jahr. Von hier aus gelangen sie in Supermärkte in ganz Schweden, nach Finnland, Dänemark und Norwegen. Allein vom Fleisch ihrer Gotlandschafe können Gabriel und Veronika auf ihrem kleinen Hof nicht leben. Die Lämmer schlachten sie im Herbst. Ihre eigene Bäckerei bringt sie dafür über den Sommer. Heute plant Gabriel eine Verkostung des diesjährigen Lammfleisches. Einer seiner Kunden, ein Koch, kommt dafür extra aus Malmö angereist. Det är ganska stort. Och gammalt det. Det här är första året där vi har. Das ist das erste Jahr, in dem die Schafe nur Gras gefressen und niemals den Hof verlassen haben. Ihr Fleisch ist also eine Essenz aus Sonne, Wasser, Erde und Luft. Jetzt gilt es, die Daumen zu drücken, dass es auch gut ist. Ich versuche, so oft wie möglich zu Lieferanten zu fahren. Auch wenn es viel Zeit in Anspruch nimmt. Aber in jedem Fall bin ich einmal im Monat unterwegs und schaue mich um. Es ist immer gut, die Personen zu treffen, die hinter allem stehen. Für Gabriel geht es bei solchen Verkostungen nicht nur um den Verkauf, sondern auch um die Meinung eines Profis zu seinem Produkt. Det är ingen fel på mörheten, kan man säga. Där är vi hemma. Ich finde, es hat einen sehr milden Lammgeschmack. Das ist doch ganz und gar ausgezeichnet. Gabriel ist noch nicht zufrieden. Das Lamm schmeckt ihm nicht kräftig genug. Ein Ansporn für das nächste Jahr. Es gibt viel gutes Fleisch mit hoher Qualität hier in Südschweden. Das ja, aber nicht für alle. Nur für die, die danach suchen. Es gibt Fleisch bester Qualitäten. Das Problem ist die große Masse. Überwiegend stammt das Schweine- oder Hühnerfleisch hier von einer Rasse, nach dem gleichen Aufzuchtmodell. Es gibt wenig Vielfalt. Warum ist das so? Das Einzige, was ich machen kann, ist über mein Restaurant das Bewusstsein meiner Gäste zu verändern, indem wir berichten, was wir machen und worauf wir Wert legen. Je mehr Menschen bessere Waren und besseres Fleisch verlangen, desto mehr steigt die Nachfrage. Noch vereinzelt versuchen doch immer mehr Landwirte in Südschweden, alternative Wege zu gehen.
Gerade im meist konventionellen Obstanbau sind auf Vielfalt bedachte Höfe wie der von Per Grützell selten. An diesem Wochenende ist seine Tochter Nana für ein paar Tage wieder aus der Schule in Bollerup zurück und hilft zu Hause in der Boutique. Wir sind hier heute mit unseren Eltern, die schon immer hier Obst kaufen. Sie fahren mindestens einmal im Jahr her. Diesmal sind wir mitgefahren und vielleicht kommen wir nächstes Mal wieder. Die Familie ist freundlich und sie haben leckeres Obst. Deshalb. Auch bei den Grützells ist Erntezeit. Hier pflückt nur die Familie. Die vielen verschiedenen Sorten reifen zu unterschiedlichen Zeiten. Die Arbeit verteilt sich über das Jahr. Außerdem ist dieser Hof sehr klein, nur rund 10 Hektar. Trotzdem, überleben kann er nur als Familienbetrieb. Anders ist nur mit dem Anbau der alten Sorten nicht zu wirtschaften. Ich war schon immer dabei, schon seit ich sehr klein war. Ich habe bestimmt schon gepflückt, als ich erst ein paar Jahre alt war. 3-4 Jahre vielleicht? Ja, genau. Ich habe bestimmt schon Äpfel gepflückt, als ich noch nicht mal laufen konnte. Mehr oder weniger. Ich glaube schon, dass ich Nachfolger in meinen Kindern gefunden habe. Aber ganz sicher bin ich mir da nicht. Ich hoffe vor allem, dass sie das gleiche Gefühl und Gespür für die Früchte entwickeln und sich daran erfreuen können, wenn die Äpfel wachsen. Sie haben natürlich viel zu lernen. Es ist sicher nicht leicht, sollten sie anfangen. Sogar ich lerne nach so vielen Jahren noch immer viele Dinge dazu. Erfahrung ist wichtig. Der Apfelmarkt in Kivik. Über 20.000 Touristen kommen allein dafür jedes Jahr hierher. Gegründet 1988, genau 100 Jahre nachdem die ersten Apfelplantagen hier entstanden. Damals musste Schweden auf internationalen Druck das Einfuhrverbot für ausländisches Obst aufheben. Das Apfelfest in Kivik feiert den schwedischen Apfel nicht nur, es möchte ihn auch über seine Grenzen hinaus bekannt machen. Und sei es in Form eines Kunstwerks. Zur gleichen Zeit 15 Kilometer landeinwärts. Die Mandelmanns veranstalten ebenfalls ein Fest. Sie feiern, um für sich einen Schlusspunkt hinter die Erntezeit zu setzen und um viele Besucher nach Djupadal zu locken. Gerade in schwierigen Jahren ist der Hofverkauf besonders wichtig. Dieser Sommer war ziemlich schlecht, kalt und regnerisch. Der August war noch mal warm und wir konnten vieles retten. Trotzdem nicht das beste Anbaujahr. Aber ich weiß, dass sie weiter nördlich in Schweden große Probleme hatten, die Ernten einzuholen. Dort hat es so viel geregnet, dass alle Äcker unter Wasser standen. Dagegen haben wir uns ganz gut geschlagen.
Den Halloumi-Käse für das Hofrestaurant macht Marie selbst aus der Milch ihrer Kühe. Alles, was den Gästen auf Djupadal serviert wird, haben die Mandelmanns selbst hergestellt. Man ist so leicht verletzlich, wenn man eine kleine Landwirtschaft betreibt. Da ist es besser, mehrere Standbeine zu haben. Wenn der Sommer schlecht ist, die Apfelernte gering ausfällt. Außerdem ist es besonders wichtig, Vielfalt zu haben. Vielfalt trägt dazu bei, dass viele Leute herkommen. Die Städter dürfen ein Teil des Hofs und Gartens sein, ihn miterleben und erfahren, wie alles funktioniert. Mit dem Melken und dem Gemüse. Manche wissen nicht einmal, dass Tomaten ein Jahr lang wachsen. Unsere Arbeit besteht also aus vielen kleinen Puzzleteilen. Neben dem Hofrestaurant ist die Boutique die wichtigste Einkommensquelle. Zum Erntefest verkaufen auch andere Biobauern aus der Region hier bei den Mandelmanns. Ich glaube, dass der ökologische Anbau zunehmen wird. Nicht zuletzt auch, weil wir ja alle in einem Wasserschutzgebiet wirtschaften. Hier liegen die Trinkwasserquellen für den ganzen Distrikt. Aber es gibt immer noch einige Bauern, die versuchen, eine Befreiung zu erhalten, um ihre Felder zu spritzen. Obwohl die Quellen so nah sind. Ich glaube, die Leute werden das nicht länger akzeptieren. Vielleicht noch ein paar Jahre, aber nicht mehr als 10 vielleicht. Schade, dass man so kurzsichtig denkt, aber es ist eine Generationsfrage. Das wird verschwinden. Daran glaube ich. Seit 30 Jahren bewirtschaftet Ulf Pück Haveng mit seinen Tieren. Neben den Inseln Öland und Gotland gehört Südschweden zu den schafreichsten Regionen des Landes. In den letzten Jahren nimmt die Schafzucht gerade hier im Südosten wieder zu. Auch die Zukunft von Ulfs Hof ist gesichert. Stück für Stück übernimmt seine Tochter Emily die Arbeit. Sie lebt bereits mit ihrem Mann Frederik und ihrer kleinen Tochter Roja auf dem Hof. Heute müssen die verkauften Schafe entwurmt und von der Herde getrennt werden. 700 Tiere in 8 Stunden. Das Lammfleisch von Haveng verkauft der Familienbetrieb in ganz Schweden, sogar bis nach Lappland. Wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, ich hätte sicher Nein gesagt. Ich habe vorher alles Mögliche ausprobiert, war im Ausland. Aber ich kam irgendwie immer hierher zurück. Klar, der Hof ist riesig und macht wirklich viel Arbeit. Aber ich bin ja selbst hier aufgewachsen. Man muss die Arbeit gut organisieren, gerade als Familienbetrieb und mit einem kleinen Kind.
Vieles dauert einfach länger. Und es gibt natürlich Tage, wo es nicht so gut klappt. Aber dann ist Roja so goldig, dass man einfach wieder froh sein muss. Sie trägt auch dazu bei, dass wir das alles hier gut schaffen. Ich bin sehr froh, dass ihr den Hof übernehmt. Nach 5 Tagen auf den Waldweiden geht es jetzt für alle Tiere nach Haveng. Zurück an die Ostseeküste. Ihre Lebensweise bewahrt die Sandsteppe und erhält damit ein Stück der Vielfalt, die Südschwedens Landschaft ausmacht.